Ein Augenblick. Abend. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Wuffles, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich stecke mitten in einem wichtigen Gespräch. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Mond. Alter, ich bin so hyped auf dieses Projekt und die Musik. Gibt mir gerade auch leicht Gänsehaut und hyped mich des Todes. Ja, ich werde Pokémon Mond Let's Play in Simon Let's Play Pokémon Sonne. Während ihr diesen Part schaut, ist auch gleichzeitig der erste Part von Simon rausgekommen. Und Simon wird, denke ich, den männlichen Trainer nehmen. Und ich habe schon von Anfang an gesagt, ich werde den weiblichen Trainer nehmen, weil ich das eigentlich immer so mache. Ja. Gut, und könntest du nochmal deinen Namen für mich buchstabieren? Standardsgemäß nenne ich mich auch, obwohl ich den weiblichen Trainer nehme, Fletger. So, so. Zack. Ja, so heiße ich. Fletcher, habe ich das richtig notiert? Ja. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Fletcher. Toll, der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. Ich freue mich schon drauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Oh shit, bin ich hyped, Alter. Hey Fletcher, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Oh mein Gott, ist das geil gemacht, Alter. Alter, ist das geil gemacht. Was zum Fick? Es ist richtig geil gemacht mit den Cutscenes. Was zur Hölle? Ist das geil gemacht, Alter! Holy fuck. Pokémon Mond. Ich bin so hyped, Leute, das glaubt ihr mir nicht. 3 Monate später. Oh mein Gott. Ist das nicht herrlich idyllisch? Unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Mauzi, gehst du bitte Fletcher holen? Miauts, genau. War eine schlechte Mauzi-Imitation. Oh mein Gott, diese Musik, Alter. Ist das geil. Oh, eine Weevil. Okay, ein Ditto-Plüsch. Fetter Flachbildschirm. Pikachu-Plüsch.
Schreibtisch mit Büchern, die offen sind. Das würde gar nicht zu mir passen. Und wir pennen. Ja. Das passt dann schon eher zu mir, dass ich am Pennen bin. Allerdings penne ich nicht mit Schuhen. Ich muss selbst aufstehen. Doch, ich darf rumlaufen. Ein paar Umzugskartons, die noch nicht ausgepackt wurden. Nice, Alter. So, das Einzige, was ich, wo ich sagen muss, was mich minimal stört oder so, ist die Laufanimation. Die laufen so, weiß nicht, so steif, die Arme. Also, bin ich jetzt der Meinung. Aber schön, dass man sich hier direkt frei bewegen kann. Man kann nicht mehr mit dem Steuerkreuz laufen, wie es ja in Pokémon X und Y noch war. Dass man mit dem Schiebepad dann die Roller Skates bedient hat und sich so dreidimensional, also in alle Richtungen bewegen konnte und mit dem Steuerkreuz ganz Standard. Hier haben wir eine fresh View. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Ja, das ist das gleiche wie in Pokémon XY noch. Na, dann checken wir mal unser Haus ab. Oh mein Gott. Wir haben mal ein richtiges Haus. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Und Fletcher, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Natürlich. Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Fletcher? Ja, gerne, aber davor würde ich mich gerne noch ein bisschen umsehen. Ich muss A drücken, um Türen zu öffnen. Stimmt, das war ja schon in dem und so. Die Mutter mit einem eigenen Zimmer, was ja in XY schon revolutioniert wurde. Und hier wurde es jetzt nochmal ausgearbeitet. Alter, dieses Haus ist ultra fresh. Komm mal einfach rein, so ohne Erlaubnis. Hallo Fletcher, ich bin's, Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich kennen, freut mich sehr. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch nicht wie Abend an, oder? Hallo Professor Kukui, wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ah, die Dame des Hauses. Ich war so frei, mich selbst hereinzulassen. Ach, und das mit dem Professor lassen wir mal lieber, wenn's recht ist. Warum denn so formell? Duzen wir uns doch einfach. Ich heiße euch herzlich in Alola willkommen. Vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine natürlich du, damals gegen die Arenaleiter von Kanto gekämpft hast. Als wäre es gestern gewesen. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region und jetzt bin ich endlich hier. Haha, ich war damals in Kanto, um dort Pokémon-Attacken zu erforschen. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arenaleiter ganz schön alt aussehen lassen. Aber genug von Kanto, komm doch mit mir, Fletcher. Lass uns die Nachbarstadt besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Ein Pokémon? Ja, der Inselkönig gibt allen Kindern in Lili... Okay. Lili-I, die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen, lieben gerne ihr erstes Pokémon. Er ist übrigens ein äußerst starker und erfahrener Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Na sowas, und sie bekommt echt ein Pokémon von ihm? Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Worauf wartest du noch, Fletcher? Geh und hol schnell deine Sachen. Deine Mütze und deinen Beutel findest du in einem der Umzugskartons, Alter, in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Oh, na, dann bin ich mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Ja, ist so eine Mütze, wie Patrick und SpongeBob getragen haben in der Folge mit Handschuhland. Oh, ich finde die Mütze echt cool, muss sagen. Du durchwühlst die Umzugskiste und findest deine Mütze und deinen Beutel. Nice. Hat man den Beutel auch umgehangen eigentlich? Ja, tatsächlich. Fresh, Alter. Diese Mütze ist so cool. Ach, das soll eine Blume darstellen. Auf sämtlichen Screenshots sah das einfach nur so aus wie diese Mütze aus dem Handschuhland aus SpongeBob. Aber es soll eine Blume sein. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß. Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich alleine auspacken. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Wow, stylische Mütze. Danke. Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Gut, dann machen wir uns auf die Socken.
Ab nach Lili. Dort suchen wir den Inselkönig und besorgen dir dein erstes Pokémon. Mit Vergnügen, mein werter Herr. Ja gut, dann, mit Bremsen sogar. Wir switchen hier einfach, man bremst sogar. Ist das... Oh mein Gott, ist das cool! Alter, also Pokémon Sonne und Mond sieht schon ultra fresh aus. Ja, ich weiß, dass ich da hin muss, aber ich will vielleicht auch ein bisschen, will ich mich umschauen. Aber na gut, dann folge ich dir halt. Oh, diese Musik, ey. Also dann, willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folge mir, das Dorf Lili ist nicht weit von hier. Ich weiß nicht, ob man es Lili ausspricht oder Lili. Ich habe keine Ahnung, ich nenne es einfach Lili. Ja, ich will mir umschauen. Hast du mir was zu sagen, Kleiner? Hallo, du siehst aus, als würde es dir Spaß machen, in Alola herumzulaufen. Da bekomme ich auch gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Wir gingen dieses berühmte Lied nochmal. Den B-Knopf. Ja, das ist ein... Für Route 1, Hier ist nichts. Alter, die Routen sind jetzt so krass aufgebaut. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen reicht ein Knopf, um mit anderen Spielern ein Pokémon zu tauschen oder einen Pokémon-Kampf auszutragen. Alter, sieht das... Oh mein Gott, das sieht viel zu gut aus. Das sieht einfach viel zu gut aus. Und Fletcher, wie gefällt es dir in Alola? Ultra. Das hört man gerne. Es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ins Herz gewachsen ist. Und da haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kokui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach was, in Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacken du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat, dann kämpfen wir. Oh, ein Pokéball. Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten, um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Los, jetzt, Mangunio. Mango. Trump. Ich mein Trump. Ach nein, die Weiterentwicklung sah nur aus wie Trump. Ne, die Weiterentwicklung sah extremer aus wie Trump. Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen. Siehst du, dank der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Lili liegt jetzt direkt vor uns. Gönnung. Oh, so entspannte Musik. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lili. Alter, ist das... Diese Musik ist... Nice. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mele Mele, Kapuriki, von allen verehrt. Nanu, ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Vielleicht wartet er weiter hinten beim Mahalo-Bergpfad. Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Fletcher, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Ich bleibe sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen. Der Inselkönig sieht genauso aus, wie man sich ihn vorstellt. Wie der König der Insel halt. Ja, der war jetzt eher nicht so. Wir schauen uns aber hier natürlich erstmal um in Lili. So viel Zeit nehmen wir uns. Wenn ein Wuffels dich mag, reibt es als Zeichen seiner Zuneigung seinen steinernen Feldkragen an dir. Das tut allerdings ein bisschen weh. Mein kleiner Bruder, mein Pokémon und ich machen uns beim Spielen immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Ja, in der Tat. Sind wir hier drin? Oder wer lebt hier drin, eher gefragt. Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch immer im Zimmer Einzug. Deshalb wird man irgendwann müde. Ob Pokémon oder Mensch, wer ordentlich ist, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Ein guter Tipp, den ich niemals so annehmen werde, weil ich immer viel zu lange wach bleibe und viel zu wenig schlafe. Schon allein durch die Anwesenheit meines Pokémon wird mir ganz warm ums Herz. Wir sind unzertrennlich, wir essen zusammen, wir baden zusammen, wir verbringen jeden Tag miteinander. Heißt das, dein Pokémon sieht dich nackt? Das Urgras ist wie eine Schatztruhe, in der verschiedene Pokémon verborgen sind.
Ja, das ist ein guter Vergleich fürs Hohlgras tatsächlich. Ach man, Leute, ihr wisst gar nicht, wie krass ich mich auf dieses Let's Play freue und wie happy ich gerade bin, dass ich jetzt Let's Playen kann. Mein ehemals wildes Wuffels hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie es mit meiner Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Oh. Mein Wuffels ist ein ganz toller Beschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist es an meiner Seite und wenn ich schlafe, bewacht es meine Tür. Ach ja, das ist ja auch so eine Art Hund. Und Hunde sind halt einfach nun mal die besten und treuesten Tiere. Ja, ich habe ja selbst einen Hund, meine Eltern haben auch einen Hund. Hunde sind einfach die besten Tiere und bleiben sie auch. Das heißt, dass die Menschen über das Meer nach Alola gekommen seien und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten. Was für eine Beziehung wir zu unserem Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für manche sind sie Partner für Pokémon-Kämpfe, während andere mit ihnen als Freunde zusammenleben. Oh Mann. Die Musik lässt das alles so... Ach, diese Musik, ohne Witz, die Musik ist wunderschön. Also, Real Talk so, ne? Guck mal, die kennen wir doch aus der Intro-Sequenz. Was ist nur los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Eigentlich würde ich jetzt den Rest der Stadt erkunden. Aber ich habe das Bedürfnis, dir hinterher zu rennen. Irgendwo. Hier ist auch nicht mehr viel. Komm. Inselkönig Halla ist der stärkste Pokémon-Trainer auf Melee. Aber im Moment ist er nicht da. Vermutlich hilft er irgendwo jemandem beim Training. Danke für den Tipp. Bei schönem Wetter folge ich dem Wind und gehe, wohin er mich führt. Oh, diese Musik, Mann, Leute, diese Musik. Pokémon sind wundersame Lebewesen. Man könnte sagen, dass sie aus dem hohen Gras hervorgesprungen kommen, um uns Menschen zu helfen. Oh ja, das könnte man tatsächlich sagen. Gut, dann. Der Mahalo-Bergpfad. Okay, eine sehr mysteriöse Musik, sage ich jetzt mal. Aber auch ein... Also bis jetzt... Der Soundtrack mega nice. Was erwartet uns? Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Ja, das ist die Frage. Wir wissen ja nicht mal, was da drin ist. Wir wissen ja nicht mal, was da drin ist. Cutscene. Alter, diese Cutscenes sind echt nice. Ach, guck mal an. Was ist denn das? Nicht gut. Ibitax oder Habitax. Ich weiß nicht, ob die Vorentwicklung Ibitax oder Habitax war. Ich weiß nicht, ob die Vorentwicklung Ibitax oder Habitax war. Hey, ist alles okay? Alles okay? Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Putziger Name. Oh. Pio. Oh. Diese Habitat greifen Wölkchen an, aber ich habe zu große Höhenangst, um ihnen zu helfen. Mir schlottern richtig die Knie. Wow, Alter. Vielleicht sollten wir langsam gehen. Ja, Gott, Alter. Okay. Alter. Wir retten dich. Wir beschützen dich. Oder du hilfst uns. Yo! Was? 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 Wie geil ist das denn gemacht? Alter! Pio! Was für ein Glück! Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr dich das beim letzten Mal geschwächt hat? Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen, aber ich war völlig hilflos. Piu. Was hast du?
Piu, piu. Ein glitzernder Stein? Er fühlt sich ganz warm an. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Wer bist du eigentlich? Dieser Stein, er gehört dir, oder? Du hältst das Item Glitzerstein. Nein, eigentlich gehört er uns nicht. Bitte verrate niemandem etwas von Wölkchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Piu. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Ja, gerne. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid auf dieses Projekt ultra gehypt, so wie ich. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part, so wie ich. Und dann werden wir im nächsten Part diese geheimnisvolle Dame und ihr Wölkchen zum Dorfplatz zurück begleiten. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in Pokémon Mond. Also rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.